Ja, ich glaube, wichtig ist jetzt von der politischen Seite her nicht zu sagen, wir wollen den Sieg der Ukraine, wir wollen den Ukrainern helfen, das ist richtig, und wir unterstützen sie auch massiv. Nicht? Aber ich muss sagen, vom Ende her denken heißt für mich nicht ein militärischer Sieg einer Seite in diesem Konflikt, sondern ein baldiges Ende dieses Konfliktes. Wie immer geartet mit einer politischen Lösung. Mich stört es, wenn deutsche Politiker von den Grünen militärische Lösung als ultimatives Ziel darstellen. Das ist doch verrückt. Und das machen Politiker, die mit Militär nichts am Hut hatten, die den Wehrdienst verweigert haben, die von der Bundeswehr nichts wissen. Das geht doch nicht. Der Zustand muss so sein am Ende, dass wir wieder in einen wie immer gearteten Waffenstillstand kommen. Und dazu gehört, dass wir irgendwann diesen Krieg beenden und nicht auf Sieg setzen. Das ist ja eine Rhetorik, die nicht geht. Einfach in der modernen Friedens- und Konfliktforschung ist das ein echtes Novum. Und man muss jetzt auch diesen Überfall... Aber man muss Putin ja an den Verhandlungstisch zwingen. Oder das ist glauben richtig. Sie, der geht der entspannt hin und wird sich von uns überreden lassen? Nein, das wird er nicht machen. Nicht? Deswegen helfen wir ja auch der Ukraine. Das ist ja auch in Ordnung. Und wir müssen ihnen auch helfen. Ich sage nur, der Ansatz muss ein anderer sein. Wir müssen möglichst schnell aus dem Konflikt raus. Wir können in Zentraleuropa keinen Stellvertreterkrieg auf Jahre gebrauchen, der das Potenzial hat, zu einem Nuklearkrieg zu eskalieren. Weil Russland ist nicht Serbien, ist nicht Irak, ist nicht Afghanistan, ist nicht Libyen. Nicht? Russland ist eine Nuklearwaffenmacht mit den meisten Nuklearwaffen weltweit. Das ist ein Unterschied. Und da müssen wir vorsichtig sein mit Waffenlieferungen und vor allen Dingen mit unserer Kriegsrhetorik. Und vor allen Dingen mit einer Rhetorik, die sagt, wir setzen auf den militärischen Sieg einer Seite. Das ist ein Fehler. Vom Ansatz her ist das ein Fehler.